Guten Tag, hat er gesagt. Das läuft hier schön durch und so sollte auch sein. Jetzt sind nur noch 7%, aber hinten ist er ein bisschen über 50 und da ja der Rüttler da nicht so richtig hinterherkommt, müssen wir da leider ein Stück warten. Aber wir müssen eigentlich ziemlich schnell runterfallen. Also beziehungsweise wenn der Förderband hier einmal durchgelaufen ist. Und dann haben wir noch gute 2 Stunden, um hier ordentlich was zu machen, ne? So, ich mache schon mal Licht an hier. Unten ist er noch nicht ganz so weit. Ah, ich kann ja hier schon mal starten. Und dann geht es hier gleich los, glaube ich. Jetzt, das kommt. Gib rein. Haben wir genug Zeit gewartet. Und dann wieder runter und los geht er. Ab in den Canyon. Und dann wird ein bisschen weiter gebuddelt, ne? So. Stellen uns hier wieder hin. Und dann können wir Licht ausmachen. Nicht, dass hier irgendwas mal leer geht oder wir sagen, okay, wir haben dann gar nichts mehr an Batterie oder sieht noch was kaputt. Das ist ja auch so immer dieses, ja, wovor man Angst haben müsste. Achso, ich weiß noch mal. Was irgendwas kaputt geht, ne? Und das ist ja gar nicht mal so förderlich. Er steht aber hier halb im Schatten, ne? So ein Schattenkind, ne? Früher gab es Kellerkinder, jetzt gibt es Schattenkinder. Zumindest er da, ne? Er steht da richtig. Mal weit weg. So, ohne Mann die volle Kelle. Ja, hier kann man auch so ein bisschen, wenn man das perfektioniert, das Ganze. Auch richtig gucken, dass man wirklich hier einlädt wie sonst was. Besonders auch immer wirklich die 12,5% macht, ne? Den könnte man das wirklich hier in aller Kürze voll machen. Aber ob das so, naja, 37, könnte eigentlich mit der ersten Mal so relativ gut hinhauen. Ich glaube immer so, manchmal hat das meiste, was ich verschwende, ist beim Reinkippen, ne? Wenn da nicht optimal irgendwie ist. Ja, wer weiß, siehst du, da fehlt auch schon ein bisschen was, naja. Ich glaube eh nicht, dass es so geeicht ist da jetzt, ja. Dass das da wirklich so hinkommt mit den, man kann das in ja, 4 in 8 Zügen machen. Aber wer weiß. So, der Rüttler ist jetzt auch gleich fertig. So, das heißt, dann stellen wir den da oben ab. So eine Fernbedienung wäre eigentlich ganz cool, dass man das mit einmal abstellen könnte, aber. Ist ja dann auch nicht so. Gut, latschen wir mal hin. Bis 23 Uhr können wir ja wirklich hier noch richtig ballern, ballern, ballern. Ich muss auch noch ein bisschen was verkaufen, ne? Das habe ich ja gar nicht vergessen. Hui. Das heißt, so ein paar Sachen, klar, können wir unten waschen, aber hier ist so eher so die Frage, wie ich denn am besten das Gold noch schmelze, weil ich brauche auch noch ein bisschen Zeit zum Schmelzen, ne? Ja, deswegen glaube ich, ich mache nur noch den hier jetzt voll. Und dann müsste der eigentlich soweit sein. Zumindest denke ich mal, dass wir das denn da gut hinkriegen müssten. So 74, 2 Kellen noch und dann ist das schon mal Gaudi.
Und drin hier. Sehr schön. Super. Das freut mich. Also der Tag, der hat sich. Ja, guck mal, jetzt steht da oben wieder 10 Tage bis Sommer. Also ich weiß auch immer nicht, was das da sein soll. Also weder der ist schon hier irgendwo anders hier, in Season 2 oder sowas. Aber irgendwas wirkt ja auf jeden Fall sehr eigenartig. Also teilweise steht da Winter, dann Sommer. Keine Ahnung. Ich glaube, darauf sollte ich mir jetzt nichts einbilden, weil das wieder switcht dann wieder um oder das am Ende immer nur so oder keine Ahnung was. So, Licht an. So, und ich glaube, ich mache hier einfach dann auch schon mal so eine Reinigung. Aber ich fange unten schon mal an auszuwaschen. Jetzt ist das richtig gut und kann auch weiter durchlaufen. So, die müssen ja auch noch durchgewaschen werden. So, ne, er kann da durchlaufen. Hier war ja, glaube ich, nichts drin. Nö, das ist ganz gut. Aber der kann jetzt hier richtig ballern. Der könnte auch schon mal 1% irgendwie Magnetit machen, aber oh ja. Bei 80 ist schon mal 1% bei. Okay, was passiert? So komisch an hier. Achso, okay. Komische Geräusche. So. Oh, da muss man aber aufpassen, ne? Das ist hier alles. Ah, irgendwie. Alles nicht so günstig, glaube ich. Ein paar Prozent da hat er da noch zu vollbringen, aber was mich hier auch ein bisschen stört ist, dass der immer noch nur bei 1% Magnetit ist, ne? Bringt ja gar nichts, wenn es nur wirklich 1% ist. Da ist einfach kein Magnetit drin, komisch, ne? Also bei den anderen hat er so circa bei 80, 90 und dann jetzt hier so. Einfach kein Magnetit drin, heftig. Also kannst du da den Glück haben, mehr oder weniger, und dann mal ist da und mal nicht, oder was? Muss ja denn, ne? Kann ich mir sonst gar nicht anders erklären. Ne, da kommt gar nichts mehr. Gut. Das ist eigentlich die paar Prozent, die bringst du noch, aber irgendwie wollte jetzt auch dann nichts mehr rein. Jetzt hier oben kann natürlich sein, dass es viel, viel mehr Magnetit drin ist als in den anderen. Kann natürlich auch nur am Ende erfahren. Ja, weiß ich nicht. Mal, die haben jetzt 97,99. Ich glaube, der wird den Kohl jetzt hier nicht fett machen, ne? Aber trotzdem irgendwie eigenartig. Ne, da.
war der falsche. Nicht, dass ich jetzt das Magnetito noch verliere. Ja, schade, dass du die teilweise abstellen kannst, ne? Oder kann ich die teilweise einzeln einschalten? Okay, also kannst du auch wegrennen. Okay. Ne, die haben ja eigene, ne? Ich brauche nur die Wasserpumpe, die dann angeht. Ja, so haben wir doch gut gemacht. Gut gelöst, das Ganze. So. Ja, dann machen wir das, was wir schon mal so ein paar Mal gelernt haben. Wenn das natürlich selber wechselt, ist das dann auch schöner. Ich weiß gar nicht jetzt, wo ich mit denen angefangen habe und wo ich jetzt da so rumswitche, aber. Oh. Einfach hochgenommen. Merkwürdig. Und wieder rennen den hier noch. Das sind natürlich hier jetzt kleine Fische, die wir irgendwie fangen, aber. Erstmal real. Oh, hab's in den falschen geworfen. Hier muss er erstmal rein. Habe ich natürlich nicht den Magnetit getrennt. Ja, da bei denen, die so viel reinkommen, aber. Das tust du jetzt ja auch nicht, ne? Aber hier vorne muss ich die dann auch noch wechseln, ne? Wo ich da gar keinen Bock habe. Die gehen ja hier hinten noch, ne? Die haben ja so ein bisschen Potenzial, was schöner zu werden, aber sonst so da hinten. Also ein paar Gramm jetzt mehr als 2,5 sollten schon am Ende bei rauskommen, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir wirklich dazu erreichen können. Er wechselt. Ja, da haben wir die ja. Ja. Guck mal, weil die beiden müsste ich ja mitnehmen. Und dann auch die, die am Rand stehen, ne? Die ich muss natürlich jetzt die Gitter dann nicht mehr aufmachen oder so. Ne? Das ist sehr, sehr förderlich der ganzen Sache gegenüber. Meine Güte, so was anzuschließen ist natürlich dann auch was ganz, ganz schweres. So, dann kann ich vielleicht da auch gar nicht reingreifen, wenn wir das hier von unten machen. Hey. So. Okay, die wurden ausgetauscht. Ist egal, wenn du jetzt hier 5 voll machst, dann kannst du gerne machen. Auch das, was du über hast, beziehungsweise was du mir klauen wolltest, ne, das kannst du natürlich dann. Ne? So. Immer voll Angst, halt die falsche aus Versehen wegkippe, aber das ist ja noch nie passiert. So.
So, hier ist auch ein. Hä? Hier. Da muss ich rein. Warum bin ich da nicht rein? Keine Ahnung. Hä, wo ist denn jetzt mein Eimer? Heißt denn. Hä? Völlig verwirrt gerade. Nehme ich den halt. Wie sehr durch den Wind willst du sein? Ja. Komplett eben halt, ne? Der kriegt er denn selber nie in der Hand gehalten, oder? Komisch. So spätestens halb muss ich eigentlich hinfahren, ne? Richtige Hackenjas eben eigentlich. Fette wollen wir natürlich noch haben, aber das wird ein bisschen dauern, bis wir das fette Geld kriegen. So, da oben sind die Matten auch durch. So. Halb ist es. Ah, ich glaube, die Zeit rennt jetzt wirklich weg. Also, wir müssen natürlich denn. Wenn wir die Zeit denn noch langsamer machen, ne? Wäre natürlich auch so eine Sache. Ach, jetzt habe ich ja voll verkackt. Ne, schon voll. Ja, den kippen wir jetzt hier noch rein. Und den hier noch raus. 9% Magnetit. Könnte trotzdem ein bisschen besser sein. Und ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, ich drehe das mal runter. Einfach nur aus den. Da ich Angst habe, da nicht mehr hinzukommen. Wir müssten ja eigentlich bei 41 da sein. Jetzt haben wir ja schon 38. Also nicht, weil wir jetzt so viel haben wollen, ne? Also übertrieben viel haben wollen. Eigentlich schon, ne? Wir wollen schon immer sehr übertrieben und ganz, ganz viel haben wollen, aber. Zumindest ist unser 1 Kilo haben wir. Und das ballert natürlich schön ordentlich rein. Aber wir wollen natürlich auch nicht alle verschwenden wegen der Pacht. So, auf geht er. Und noch ein bisschen was zu erledigen. Ach, da unten steht der. Warum? Wo steht der denn hier? Da. Gar nicht dran erinnert, dass ich hier stand. So, auf geht er. Es kommt. Der kann da ruhig zappeln. Das ist auch nicht so schlimm, ne? Das wird eine Punktlandung, also eine richtige.
Wenn ich so weiterfahre, dann wird es noch schlimmer, glaube ich. Wenn man denn, na gut, ich glaube, ein bisschen Magnetit, ob das ausreicht, vielleicht 10 Kilo, 12 Kilo hat er, ja, vielleicht, weiß ich nicht. Bisschen Anfang war relativ normal, okay, ne? Dann ging es aber nur noch richtig schleppend vorwärts. Aber alle Mitbürger da im Ausland, ja, konnten das sofort machen, also die waren sofort da und. Das hat eingeschlagen wie in eine Bombe oder mit einer Bombe. So. Das wird echt, aber ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Hier natürlich willst du keine 15 Minuten warten. So. Machen wir das hier. Und Gold schmelzen. Yep. So. Nee, Quatsch. Will ich doch gar nicht. Hier hin. Hier hin. Also 57 wird das denn so. 43. Ja, das geht noch. Da kann man ruhig mal warten. Und dann soll es schon fertig sein. Ich weiß gar nicht, haben wir das schon verbessert, die Zeit oder so? Doch einmal schon. Das ist gut, ey. Nochmal hier 57er Unze. Oh ja. Das kann sie sehen lassen, ne? So, jetzt hier so einmal lang. So lang. Ja, und dann ist ja gut. Das heißt, wir haben jetzt 900 noch für uns an Gold. Und den Rest können wir hier dann reinschmeißen in die fröhliche Bank. Wettverkauf. Wie ist der Preis eigentlich? Ja, doch, geht schon. Wir hatten schon mal schlechter, das geht. 66.000 verkaufen wir, haben wir verkauft und sind raus. Ja, und dann gucken wir dann mal jetzt hier wieder zurück. Nee, ich will nicht das machen. Hey, jedes Mal drücke ich da drauf. Hey, versteht auch nicht. So, den hier jetzt. Und dann können wir schön zurückfahren. Also man muss ja auch sagen, dass man an dem Tag, da hat man das Wassersystem neu gemacht. Was haben wir noch? Also wir haben so ein paar Erneuerungen gemacht, die auch wichtig waren. Ah, hier liegt nichts rum. Ich dachte, hier liegt ja mal was rum oder so. Aber hier liegt gar nichts. Achso, hier bin ich. Okay. Oh, nicht geil. In die falsche Richtung. Da bin ich lang gefahren. Ich schon gewundert, wo bin ich denn eigentlich lang gefahren? Jetzt habe ich den Weg wieder so halbwegs in Kopf, wollte ich sagen. So, wir warten auf den Abschluss von diesem Tag. Der Sommer wird, wie gesagt, nicht kommen, ne, weil wir haben ja eigentlich den Winter vor der Tür. Und mit knapp 80.000, ja, kann ich auch leben, ne? Also ist jetzt nicht so. Das ist schlechtes. Also, was haben wir denn? Da haben wir sogar noch Gold über. Das ist gut, ne? Sonst haben wir Ausgaben, geschürftes Gold eigentlich gar nichts, ne? 2,5 jetzt. Boah, nicht so geil. Arbeiterlöhne geht alles. Für die Maschinen 13.000 Krediten, ne? Sind wir bei 45, 55.000.
Plus ein bisschen klein. Dann vielleicht 60.000. Und ja, knapp 60.000, ne? Ein bisschen weniger. Also ist schon mal gut. Super. Naja, dann fahre ich die Möhre hier nach Hause. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis dann. Ciao und ciao. Wo muss ich drücken? Hier.